doch ganz lässig. Heute ist der 20.09., ein Mittwoch. Es regnet ein bisschen, das Wetter ist nicht so geil und wir haben noch genau 4 Tage bis zum Fahrtag hier auf der Anlage. Und bis dahin muss noch einiges geschehen. Und was das genau ist, das würde ich mir jetzt gerne mal angucken. Okay, wir sind beim ersten neuen Bauabschnitt bei der Zahnradstrecke mit umlaufender Hauptstrecke. Hier sieht es soweit schon ganz gut aus, wenn man mal von dem Laub absieht. Was allerdings noch nicht geschehen ist, das ist hier die Verkabelung und die Elektrik. Das ist also noch fällig. Das wird allerdings mehr hier hinten stattfinden. Und es sollte noch sauber gemacht werden bei Zeiten. Da hätten wir die Zahnradstrecke. Im Moment schwer zu sehen, weil ein Haufen Laub drauf liegt. Und das hier ist die im Moment im Bau befindliche Hauptstrecke mit dem Viadukt. Das ist bereits fertig. Und hier ist es dann nicht mehr so fertig. Diese Hauptstrecke führt hier oben aufs Dach rauf. Auch noch nicht fertig. Aber viel wichtiger ist die zweite Strecke, die da hinten abmündet und auf diesem Wege aufs Dach rauf führt. Auch noch nicht fertig. Hinten basiert auf Aluprofilen, die hinten angenietet werden. Auch noch nicht fertig, aber gerade im Werden. Diese beiden Strecken treffen sich dann, verlaufen hier darüber und münden da hinten dann in die andere Steigungsstrecke wieder ein. Und hier kommt ein provisorischer Abstellbahnhof, dass man ein paar Züge unterbringen kann. Wahrscheinlich wird dieser Anschluss der Zahnradstrecke noch nicht ganz fertig. Auf der anderen Seite muss man ja auch nicht unbedingt Zahnrad fahren. Hier die Befestigung mit Winkeln der anderen Steigungsstrecke auf den Aluprofilen ist schon vergleichsweise stabil. Eventuell muss es noch ein bisschen stabilisiert werden mit Gewindestangen. So in Summe ein ganz rundes Programm und ich denke, jetzt haben wir es 5.12 Uhr, so Mitte Dezember werden wir fertig. So, die Aufwand ist fertig. Wie Michel sagen würde, besser wie auf dem alten Markt. Jetzt kommt hier vorne noch der Anschluss. Der muss mal optimiert werden. Und dann werden Gleise gelegt. Und dann muss man mal gucken, wo wir Strom herkriegen. Das bleibt spannend. Im Schweiße meines Angesichts schwellen aufgezogen. Er hat ein Gleis gebaut. Das hat jetzt noch eine Stunde gedauert, dann geht's jetzt weiter. Nein, du siehst hervorragend aus, vor allen Dingen, wie du das so machst. So bei Gleisbauarbeiten. Jetzt machen wir einen ersten Rolltest mit einem relativ gut rollenden Testwagen.
Heute ist Donnerstag, es sind noch 2 Tage bis zum Fahrtag. Heute Nacht hat es mächtig geregnet. Leider haben wir irgendwie versäumt, hier unsere Mauer abzudecken, aber ich glaube, aber die Frisur hält. Das heißt, das hat auch eine gewisse Eigenstabilität entwickelt. Heute werde ich mich primär um die Verkabelung kümmern, dass wir zumindest Strom auf dem Gleis haben. Und dann, ja, mal gucken. Dann würde ich halt auch gerne mal was fahren lassen, weil es ist halt noch nie bewiesen worden, dass hier tatsächlich was hoch oder runter kommt. Das ist dann der Plan für heute. Ah, und parallel, warte mal, geht gleich weiter, ist noch so ein bisschen 3D-Druck-Action am Abgehen. Da ist dieses wunderbare Hilfsmittel entstanden, mit dem man sehr simpel ermitteln kann, ob die Steigung, die wir hier analysieren, mit 2% dem entspricht. Also wir sind hier deutlich unter 2%. Das ist brillant. So, die Elektrifizierung beginnt hier oben. Dafür habe ich hier eine Tupperdose vorbereitet mit einem Rückmelder, einem Belegmelder und einem Weichendecoder. Genau, hier ist ein Loch drin, da kommen die Kabel rein. Und diese Dose, wenn die dann nachher zu ist, findet hier drunter ihren Platz, wird dann entsprechend noch irgendwie verkleidet, verdeckt. Und dann kann da nichts mehr passieren. So, letztes Jahr haben wir hier schon verschiedene Kabel hingelegt. Und ich meine auch irgendwie markiert, aber ich habe nicht die leiseste Ahnung, was hier was ist. Das werde ich dann einfach austesten. Hier liegt auch noch was. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Das muss irgendwie noch schöner verlegt werden. Ich denke mal, das wird hier irgendwie so dazwischen laufen. Und dann geht's los. Jetzt mittlerweile scheint auch die Sonne. Es ist ganz fantastisch, das Wetter. Ich wollte aber einmal kurz die Gelegenheit nutzen und die Vorzüge dieses neuen Belegmelders hier zeigen. Der ist nämlich schon ein Stück weit besser als der alte. Als erstes machen wir nur die Hälfte der dicken Dioden hier, weil wir dahinter mit Operationsverstärkern arbeiten. Ich weiß nicht, ob man das hier jetzt sieht. Die hier. Außerdem haben wir hier hinten Lötanschlüsse, wo die Kabel direkt zum Besetzmelder oder zum Kahnmelder hingehen können. Das heißt, man muss jetzt hier nicht mehr 2 Kabel reinquälen in die Buchse. Ja, das war's eigentlich schon. Genau so geht das. Ich habe das hier immer auf so dünne Schaumstoffteile, also so Hartschaum ist das eigentlich. Da habe ich das draufgeklebt mit doppelseitigem Klebeband und das hält hier eigentlich ganz gut drin. Und das ist so dieses ultrafeste Tesa-Zeug, das hält auch nach Jahren noch. Genau, und da muss man das nicht verschrauben, weil das ist immer irgendwie ein, naja, ganz schöner Schmerz, wenn man das da festziehen muss. So. So. Wo ist jetzt der scheiß Seitenschneider? Kacke, Alter, wenn ich für jedes Mal Werkzeug suche und 3 Euro bekäme, dann hätte ich bestimmt schon 10 Euro oder so. Da. Toll, danke. Ja, heute ist Freitag, das heißt letzter Tag Vorbereitung. Ich bin jetzt gerade dabei, hier die Gleise fertig anzuschließen, dass hier der Abstellbahnhof zumindest befahrbar wird. Gleich kommt da vorne noch eine zusätzliche Einspeisung. Es wird noch einen zusätzlichen Booster geben, hier alleine für diesen Bereich, damit da auch ein bisschen Kapelle eine Uferleitung ist. Das heißt, da wird es dann nochmal 8 Ampere extra geben, für alle Fälle. Oder damit das nicht die Hauptanlage belastet. Ist ja nur temporär provisorisch. Und ja, jetzt zeigt sich auch gleich, ob der Bogen hier passt. Wenn nicht, dann... No. Ist nicht gut. Wie durch Zauberhand passt es hier. Und ich habe gar nicht großartig gebogen. Eigentlich habe ich sogar gar nicht gebogen. Hat freiwillig so hingehauen. Ich habe hier noch eine weitere Trennstelle eingeführt, weil das sind ja 2 Boosterabschnitte. Ne, da? Also das ist nur von der Anlage versorgt. Ab hier ist dann der kleine 8 Ampere für den Bahnhof hier oben. Gehst du bitte weg? Scheiß Viecher, ey. Genau, das ist jetzt das nächste Projekt. Hier ein bisschen Strom hinkriegen. Ich nehme mal an, ich werde das jetzt nicht mit Rückmeldung machen, weil erstmal fehlen mir Teile und zweitens fehlt mir auch, glaube ich, Zeit. Also ich werde das jetzt erstmal alles zusammenbrücken. Vielleicht habe ich nachher noch Zeit und Bock, dann würde ich das, glaube ich, sogar fertig machen. Mal gucken.
Okay, verschiedene wirklich hartnäckige Fehler, die ja jetzt gerade irgendwie einiges an Fluchen bedeutet haben. Ich habe sie gefunden. Das Problem ist... Oh, warte mal! Oh, Papa macht hier gerade Müll. Das Problem ist, wenn man immer die Polarität des Gleises dadurch testet, dass man einen Kurzschluss gegen das andere Gleis macht, dann funktioniert das so lange, bis man gegen das oder so lange, wie man gegen das richtige Gleis testet. Wenn man vorher schon irgendwo mal eine Verpolung hat oder so und dann gegen das falsche Gleis die Verpolung testet, ja, dann entstehen ganz merkwürdige Sachen. Und da ich das hier zweimal gemacht habe, hat sich das irgendwie ja gestaffelt. Das betraf den Bereich und das betraf den Bereich da unten. Aber das haben wir jetzt raus, hoffe ich. Übrigens gute Nachricht, die dicken Dioden von den neuen Rückmeldern haben es wunderbar ausgehalten. Also auch die Rückströme bei Dauerkurzschluss war überhaupt kein Problem. Die sind auf jeden Fall hartnäckig. Ja, und jetzt geht's ans Saubermachen. Allerdings hat sich herausgestellt, dass die Gleise ziemlich dreckig sind und es fährt nicht mehr so richtig. Deswegen reinigen. Oh, da ist irgendwas Schmutz. Also, Gleisreinigung. Fahrtag-Time. Es ist tatsächlich erstaunlicherweise alles soweit fertig geworden. Wir haben nur noch ein paar bauliche Veränderungen vorgenommen. Das sieht ein bisschen hübscher aus. Hier oben ist Steuerung und sowas alles. Hier unten, das sieht jetzt ein bisschen traurig aus, würde ich das Gebiet Leistungselektronik nennen. Dazu kommt nachher noch ein größeres Netzteil. Das bringt aber noch ein Kumpel mit. Und ja, dann geht's los. Ich schließe jetzt oben noch die Weichen an und dann können wir auch schon schwere Geschütze auffahren. Los geht's. Okay, Gott sei Dank habe ich noch ein bisschen Hilfe bekommen und es geht weiter mit dem Anschluss des Weichenfeldes. Sorge, jetzt lach doch mal. Hi. Lache, bitte lache. Genau.
Der Tag danach und immer noch haben wir extremes Glück mit dem Wetter und daher werde ich mich jetzt erstmal gleich daran machen, diesen opulenten Bahnhof hier wieder zurückzubauen, denn es war zwar schön, solange es währte, aber der muss jetzt Platz machen für einen richtigen Bahnhof, für Größeres, für mehr, für keine Ahnung, ja, längere Gleise, mehr Weichen, mehr Züge, mehr alles und von allem zu viel. Genau. Nochmal letzter Blick. Und dann bis dann.